Dieses Video wird Ihnen präsentiert von der Firma Berufsbekleidung Leising in Ippenbüren. Ihr Fachmann für Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und textile Veredelung. Berufsbekleidung Leising, Gutenbergstraße 8 in Ippenbüren. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Crunchtime TV. Ich bin nicht Isa, sondern Theresa. Isa ist heute leider krank, an dieser Stelle gute Besserung. Sie war leider auch nicht beim Spiel, um uns zu unterstützen, aber ja, im Herzen immer bei uns natürlich. Ja, wir haben gespielt. Und gegen wen? Wir haben gegen Witten gespielt und das Spiel ist 26-18 für uns ausgegangen. Zur Halbzeit stand das 12-9 für uns. Was sagst du so zum Spiel, Theresa? Ja, also wir haben uns recht schwer getan. Im Hinspiel haben wir es auch schon, da haben wir leider auch mit 7 Toren verloren. Ja, erste Halbzeit, es hat echt gedauert, bis wir reingekommen sind. Und wie das Halbzeitergebnis auch mit 12-9 widerspiegelt, sind wir nicht so richtig ins Spiel gekommen. Was haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht? Ja, das Tempospiel war ein bisschen besser, fand ich. Also wir sind ein bisschen besser ins Tempospiel gekommen, dann auch die Bälle in der zweiten Welle nicht ganz so viel weggeworfen wie in der ersten. Aber also eine wirkliche Steigerung war schwer auszumachen. Das Einzige, was wirklich gut war, war unsere Abwehr. Die stand kompakt, sieht man auch an den 18 Toren. Also das war okay. Am Anfang haben wir das Kreisanspiel nicht so ganz in den Griff bekommen. Aber da haben wir uns dann auf jeden Fall gesteigert. Also das ist so das Positive, was wir rausgeben können. Ja, ein Sieg. Das ist das Positive. Ja, genau. Wir haben übrigens am Freitag noch ein Nachholspiel gegen Arnsberg gehabt. Das haben wir 40-19 gewonnen. Da waren wir auf jeden Fall noch deutlich besser. Aber gut, ja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Wir spielen am 8.3. in Recklinghausen um 17 Uhr. Das Hinspiel hatten wir deutlich hier zu Hause mit 7 Toren gewonnen. Ja, hoffen wir mal, dass es im Rückspiel auch so aussieht. Ja. Wie geht's weiter? Zweite Dame. Die zweite Dame spielt am 7.3. um 17.15 Uhr gegen den HCI. Hinspiel haben wir. Wer hat gewonnen? Gewonnen steht dahinter. Wir, okay. Dann haben die zweiten Damen gewonnen, 26-17. Ja, dann haben wir noch die erste Herren, die spielt am 7.3. gegen Hörstel um 19.15 Uhr und die zweite Herren spielt am 14.3. wieder in Warendorf. Ja. Abschließend lässt sich noch sagen, im Sommer steht wieder das 35. Sparkassenfestival ein, vom 19. bis zum 21.06. Okay, Uwe hat einen ganz tollen Spickzettel, weil wir es nicht so gut auswendig können wie Isa. Genau, da sind Anmeldungen ab jetzt wieder online möglich und wir freuen natürlich, wenn möglichst viele Mannschaften den Weg zu uns finden. Auch nach Recklinghausen, ganz wichtig, da brauchen wir eure Unterstützung. Ja, möchtest du noch was sagen? Danke für alle, die heute trotzdem da waren. Und hoffentlich dann bis zum nächsten Mal, wenn Isa wieder hier steht. Ciao! Ciao.